Hallo, Hallöchen. Herzlich willkommen zum neuen Video von mir. Heute möchte ich nochmal Blumenuntersätze machen mit drei Blüten drin. Ich möchte euch zeigen, wie das geht. Ich habe mir hier mein Mastercast mal angerührt. Ist noch ziemlich bläsrig, aber ich werde das noch ein bisschen föhnen. Hier mische ich mir mein Weiß an. Da nehme ich wirklich nicht viel. Da braucht man nicht so viel. Seht ihr, das ist etwas. Jetzt muss ich mal kurz meinen keinen frischen Stab nehmen, mein Spatel nehmen. Genau, das ist die Resitint Max Titanium White Pigmentpaste. Und hier gehe ich nur mit dem Spatel rein und tunke ihn nur so viel rein. Seht ihr, das ist wirklich minimal und das reicht. Es reicht vollkommen. Das gut vermischen. Das deckt auch ziemlich gut und ziemlich schnell. Einfach einmal gut untermischen, dann am Rand abstreifen, da bleibt dann ein bisschen Weiß vom Spatel hängen. Das wieder hinein und einfach gut rühren. Seht ihr, das ist schon ziemlich weiß. Ich kann, weiß nicht, sieht man das so? Also es deckt eigentlich schon recht gut. Nicht zu viel nehmen, lieber zu wenig, sonst ploppt es euch. Das sieht dann wirklich hässlich aus. Ich habe hier mir so einen Becher vorbereitet mit einem Spritzbeutel drin. Den fülle ich jetzt. Der Becher ist ein guter Halter. Ja, da jetzt alles einfach reingeben. Hier den Becher noch abstreifen. So. Und dann kann man den Spritzbeutel rausnehmen. Alles nach unten streifen. Und dass nicht so viel Luft drin ist. Genau, und dann einfach abdrehen. Das Überstücke gebe ich einfach so rum. Bei diesem Set war so eine tolle Klammer dabei. Ihr könnt auch eine Wäscheklammer nehmen. Das hält dann. Und wenn ich soweit bin, dann schneide ich mir die Spitze ab und dann geht es mit den Blüten los. Bisschen Luft ist dazwischen, aber das macht nichts. Das bekommen wir in den Griff. So, hier habe ich gekleckert. Und hier ist mein Mastercast. Da gehe ich noch kurz mit dem Heißluftföhn drüber und dann gieße ich es mir in meine Form hinein. Ich habe mich heute für diese Form entschieden. Das ist so ein unregelmäßiger Rand. Die sind ein bisschen größer. Weiß gar nicht, wie der Durchmesser ist. Müsste ich mal messen. Da gebe ich jetzt meinen Mastercast hinein. Macht es nicht voll. Ich lasse immer noch ein bisschen Luft, dass ich am nächsten Tag aufgießen kann. Vielleicht mache ich auch eine Schale draus, wenn ich den richtigen Zeitpunkt erwische. Genau, also fast voll könnte es schon machen. Es bleibt nur was übrig. Ich möchte nur was anderes heute gießen. Muss ich mich dann auch beeilen, aber diese Blumen gehen eigentlich relativ schnell. Fast gelingsicher, also Garantie hat man ja nie, aber die letzten Versuche haben eigentlich immer gut funktioniert. Ich weiß gar nicht, ein bisschen kann ich nur noch reinmachen. Nicht zu viel, ich möchte mir ein bisschen aufheben für mein nächstes Projekt. Und andernfalls muss ich halt nochmal was anmischen. So. Ich weiß nicht, da vielleicht noch minimal. Okay. Dann muss mich beeilen, aber das dauert nicht so lange. Jetzt föhne ich noch mal kurz die Bläschen weg.
Lasst euch da auch Zeit beim Föhnen. Es gibt immer noch mal Bläschen und noch mal, aber ja, ich denke, für meine Zwecke zum Demonstrieren reicht es. Ich gehe nachher noch mal drüber, wenn ich alles eingefüllt habe. Das Weiß brauche ich dann auch demnächst. Jetzt ist die Oberfläche angeföhnt, ist so schön warm. Jetzt kann ich meine Alkoholinks gut eintropfen. Ich mache jetzt hier verschiedene Farbtöne. Ich nehme jetzt hier die Resin-Inks von der Stefanie Etta. So sieht zum Beispiel das Campari aus. Das ist ein ganz tolles Gelb. Da tropfe ich jetzt hier. Was mache ich denn? Zwei gleiche. Ja, also, da tropfe ich jetzt hier Gelb rein. Hier und hier. Nicht in der Mitte. Lasst ein bisschen Platz. Und dann habe ich hier zwei verschiedene Rottöne. Einmal das Sangria. Hier und hier und dann noch Korall und Korallenrot. Genau, das machen wir dann hier. Dann habe ich hier drei Blüten mit unterschiedlichen Farbtönen. Und hier mache ich auch zwei gleiche. Nehme ich hier mal das Grape Purple. Das ist so ein lila-pink-Ton. Ich kann das gar nicht so genau definieren. Hier rein. Dann Elderberry Lila. Das gefällt mir sehr gut. Sieht sehr schön aus. Und wie gesagt, bleibt ein bisschen am Rand. Geht nicht so in die Mitte, weil das zieht sich nachher automatisch in die Mitte rein. Und dann nehme ich hier nochmal mein Lieblingsrot, das Sangria. Ich finde, das passt auch gut zu dieser Kombination. So. Genau. Also, das war jetzt mal die Farbe. Jetzt kommt das Weiß. Ich hoffe, dass es nicht zu dünn angemischt ist. Aber das werden wir sehen. Also, meine Schere. Ich schneide mir jetzt die Spitze ab. Versuche das dünn abzuschneiden, also eine kleine Öffnung zu schneiden. Und dann geht ihr einfach hier spiralförmig durch die Kreise durch. Ich mache jetzt erstmal nur, nur dünn. Und dann gehe ich noch ein paar Mal drüber. Ihr seht ja dann, was ihr übrig habt am Weiß. Also einfach hier in Spiralen bis in die Mitte. Und das füllen wir dann noch ein bisschen mehr auf. Manchmal wird das ganz komisch. Ich weiß nicht warum. Hier auch. Schön im Kreis rum. Es macht auch schön Spaß. Es ist entspannend. Freut euch dann einfach aufs Ergebnis. Ich nehme hier das Mastercast. Es ist ein sehr dickes Harz. Also da ist fast Gelinggarantie bei den Blüten. Wenn ihr natürlich nicht zu viel Weiß verwischt. Weil zu viel ist, dann, ja, dann ploppt es. Das ist sehr ärgerlich. So, jetzt habe ich einmal überall, jetzt werde ich noch, ich habe noch viel Weiß übrig, das einfach hier noch ein bisschen ergänzen. Einfach noch ein bisschen mehr Bewegung reinbringen. Weiß nicht, warum das manchmal so komisch rauskommt. Nicht so im Kreis, wie ich das möchte. Sehr seltsam. Genau, also wie gesagt, mit Blobs habe ich jetzt eigentlich hier meistens Glück. Also, dass keine kommen, dass ich keine Kleckse habe. Kann natürlich immer mal vorkommen. Manchmal sieht es auch ganz gut dazu aus. Es ist immer gefährlich, Anfang und Ende. Wenn es euch rauskommt, dann kann es sein, das ploppt euch. Heieiei, also manchmal wird es einfach nicht rund. Ich verstehe das nicht. Nicht so schnell. Ja, es ist einfach dicht gefüllt ist. So, ne? Das ist mir mal total komisch. Ja, so viel will ich auch nicht reingeben. Aber ja. So, also habt es mal gefüllt. Dann habe ich hier mein Dotting-Tool. Ihr könnt Zahnstocher nehmen, Holzstäbchen, was ihr möchtet. Einfach ein Werkzeug, um manche Blätter ein bisschen zu bearbeiten. Ich mache das jetzt mal hier und hier. Diese lasse ich so original. Beziehungsweise ich nehme das hier, das hat mir mehr geploppt.
Und da forme ich mir jetzt zum Beispiel 5 oder 6 Blütenblätter. Ich mache jetzt hier mal 6, also 1, 2, 3, 4, 5, 6 und gehe in der Mitte im Kringel rum, bringe ein bisschen Bewegung rein. Hier machen wir auch 1, 2, 3, 4, 5, 6 und einmal im Kreis rum. Ihr könnt auch noch Steinchen in die Mitte füllen. Ich möchte es hier jetzt mal nicht machen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und ein bisschen Bewegung. Und hier mache ich das gleiche im Prinzip. Ich weiß nicht, ob ich da mehr oder weniger machen soll. Gute Frage. Machen wir mal 5. 1, 2, 3, 4, 5 und im Kreis rum. 1, 2, 3, 4, 5 und im Kreis rum. Und hier auch 1, 2, 3, 4, 5 und einmal noch im Kreis rum. Es arbeitet schon, das weiß, es zieht sich und es zieht sich alles immer Richtung Mitte. Und ich habe das mal wo gesehen, habe das ausprobiert, das gefällt mir mega toll, noch einfach Blätter reinzubringen. Dazu mache ich einfach hier außen rum, immer zwischen zwei Farben. Einen Klecks Grün, auch das Resin Ink, das ist Manila Green. Ich finde es so einen tollen Farbton. Bin total begeistert und verliebt in diesen Farbton. Genau, das reicht. Das arbeitet dann auch noch schön. Die Oberfläche ist wahrscheinlich noch ein bisschen warm. So, und hier gehe ich einfach nur einmal durch. Ihr könnt es entweder nach innen ziehen oder nach außen. Ich finde, nach außen sieht es für mich schöner aus. Es sieht natürlicher aus, weil die Spitze dann nach außen geht. Ich hätte es sollen das ein bisschen näher hinsetzen an die Blüten, aber egal. Es ist individuell. Jedes sieht anders aus. Jedem gefällt es anders. Und ja, für mich ist es so optimal. Wie gesagt, wenn ich den richtigen Zeitpunkt verwische, heute ist Abend. Jetzt ist es 18 Uhr gleich. Nach 6 bis 7 Stunden ist es Nacht, dann schlafe ich wahrscheinlich. Aber da wäre der optimale Zeitpunkt zum Ausformen und eine Schüssel reindrücken. Dann könnt ihr euch Schalen machen. Das sieht auch ganz toll aus. Und dann noch bis zum nächsten Tag stehen lassen, dass es insgesamt ungefähr 24 Stunden härten konnte. Dann ist es von der Konsistenz her super. Genau. Das war's im Prinzip. Sieht voll interessant aus. Ihr seht schon, das arbeitet alles. Jetzt werde ich noch ganz vorsichtig mit dem Heißluftföhn das bearbeiten. Ja, ihr könnt dann mit dem Feuerzeug auch noch drüber wegen der Bläschen und so. Aber ich schaue mal. Also ich gehe jetzt auf jeden Fall mal mit dem Föhn drüber. Und dann schauen wir mal, wie es aussieht. So, im Prinzip ist es fertig. Ihr seht, es sind die runden Blätter. Da habe ich jetzt 5 und da habe ich 6 Blätter geformt. Hier ist es auch wieder rund.
Oberfläche sieht man immer noch Bläschen. Also wir können jetzt immer mal wieder mit dem Feuerzeug ein bisschen drüber die entfernen. Ich habe jetzt mit dem Föhn auch das nicht verblasen wollen. Ich wollte nur ein bisschen aktivieren und ihr seht, wie das schön arbeitet. Das zieht sich jetzt immer Richtung Mitte. Es verändert sich noch ein bisschen. Aber ich hoffe, dass es so schön wird wie die anderen, die ich gemacht habe. Ich kann dir mal eins zeigen. Also vom Prinzip her, das ist es mit den drei, mit den zwei Rottönen und dem Campari. Und das hier ist mit dem Lila, Pink und Rot. Also ich finde, die haben sich wirklich schön entwickelt. Sieht lebendig aus. Das gefällt mir mega. Ihr könnt, wie gesagt, auch noch Steinchen in die Mitte geben, in die Blütenmitte. Aber ich fand es jetzt eigentlich auch so interessant. Ihr könntet auch einen dunklen Untergrund quasi gießen als Abschluss. Ich habe es halt mich für transparent entschieden. Ich muss die Kante noch ein bisschen bearbeiten. Aber vom Prinzip her gefallen mir die mega. Und ich hoffe, dass jetzt diese hier genauso schön werden. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Lassen wir uns überraschen. Und ich muss mal überlegen, ob ich das jetzt nur so ausforme. Oder ob ich mir das dann als Schale mache. Weil die sind ein bisschen größer. Und als Schale wäre es bestimmt ganz, ganz toll. Genau, weil Untersätze habe ich jetzt schon genügend. Also Schalen und Schüsseln kann man immer gebrauchen. Genau. Also gut, ihr habt gesehen, wie es funktioniert. Vom Prinzip her, es wird sich jetzt noch richtig zusammenziehen. Aber die Unterseite und die Vorderseite, also die jetzt oben und unten, das sieht total unterschiedlich aus. Und lasst euch einfach überraschen. Genau. Also, dann sehen wir uns zum Ausformen oder zum Umformen, falls ich mich für eine Schüssel entscheide. Genau, also. Dann lassen wir uns überraschen und ich freue mich aufs Ergebnis. Hallo, jetzt willkommen zum Ausformen. Ich habe das heute Morgen ohne Erklärung rausgeholt für euch und in die Schüsseln gedrückt. Es war schon vom Zeitpunkt fast zu spät.
Die waren sehr widerstandsfähig. Und jetzt habe ich echt Schwierigkeiten bekommen, sie rauszulösen. Ich habe das jetzt hier mal. Ich gehe dann immer mit dem Heißluftföhn drüber und wärme das ein bisschen ein und versuche eine Stelle zu finden, wo es nicht ganz so klebt. Und habe jetzt wirklich eine Weile gebraucht. Die sind jetzt unten ziemlich rund. Also erstmal finde ich, sehen super aus. Also mir gefallen sie mega gut. Es ist nur ein bisschen zu wenig weiß. Das wäre jetzt noch besser gewesen. Einfach ein bisschen mehr weiß zu nehmen. Sind wenig luftig, aber egal, mir gefallen sie trotzdem. Und wenn man da unten eine Stellfläche möchte, muss man vielleicht mit dem Heißluftföhn nochmal anwärmen und Blatt drücken oder vielleicht Füßchen unterkleben oder einfach so lassen. So, das ist noch eins mit Lila, Pink und was heißt Lila, Pink? Also es ist Lila, das ist, ja, Pink ist auch nicht, das ist ein Rotton, ich weiß gar nicht. Auch ziemlich luftig. Aber ja, ich finde sie schön. Ich finde sie echt toll. Ich wollte nicht immer nur Untersätze machen. Der ist noch ein bisschen warm. Den habe ich in Form gedrückt. Der ist so dick. Das war halt morgen echt schwierig, den in die Form reinzubekommen. Also sie sind alle nur ein bisschen wackelig. Ich werde vielleicht mit dem Heißluftföhn das unten bearbeiten. Also mit dem Heißluftföhn dann einfach kurz andrücken, damit es eben wird. Ich versuche es dann einfach mal. Ich habe das nochmal auch in meine andere Schalen reingedrückt. Jetzt habe ich mal mich für diese entschieden. Ja, schauen wir mal. Genau, dies steht ein bisschen krumm. Aber es ging ja auch ums Zeigen, wie ich die Blumen mache. Und ich finde, die sind mir trotz, dass ich ein bisschen wenig Weiß genommen habe, super gelungen. Also mir gefallen sie mega gut. Und ja, da werde ich noch mehr draus fertigen. Jetzt habt ihr das Prinzip mal gesehen, wie es funktioniert, wie ihr es machen könnt. Eure Fantasie sind natürlich keine Grenzen gesetzt. Ihr könnt noch tausend andere Sachen machen oder mit anderen Farben spielen. Und wie gesagt, ein bisschen mehr Weiß wäre besser gewesen. Aber ja, passt schon. Bin zufrieden. Genau. Schaue ich noch, dass ich unten noch ein bisschen Stellfläche hinbekomme. Und dann ist es super. Und dann würde ich mich freuen über einen Kommentar, Daumen hoch oder über ein Abo, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Wenn ihr Lust habt, natürlich. Und genau, dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ich wünsche euch einen schönen Abend und ja, bleibt gesund. Bis dann. Tschüss. Ja, so als kleiner Tipp. Ich wollte euch mal zeigen, wie ihr eine Stellfläche einigermaßen hinbekommt. Also ich habe jetzt meinen Heißluftföhn parat. Ich habe hier eine glatte Oberfläche. Ist ein Deckel. Ihr könnt auch ein Brett oder irgendwas nehmen. Jetzt wärme ich mal die Oberfläche an. Und drücke dann den Deckel ein bisschen drauf und erzeuge eine Standfläche. Also ich zeige euch das mal. Habt ihr gesehen? Also, das steht jetzt gut. Das lasst ihr dann natürlich stehend auskühlen. Müsst ihr nochmal drüber. Genau. Einfach so als Idee. Oder wie gesagt, mit einem Brett oder irgendwas Schweres. Drückt vorsichtig drauf, dass es eben wird. Und dann auskühlen lassen. Und dann steht schon besser als jetzt. Genau. Also, dann viel Spaß beim Ausprobieren, beim Nachmachen, beim Kommentieren, Liken und beim Abonnieren. Genau, also jetzt aber wirklich. Tschüss, mach's gut, bleib gesund. Bis dann. Ciao.